Osti? Bitte? Ja, warte mal. Hier, eine Waffe hast du gestern noch gefunden. So eine seltene. Ja, die kannst du Honk geben, aber das kannst du auch IC machen, da brauchst du nicht OC machen. Achso, okay. Franzose, ich hab ein Magazin für dich. Okay, was ist das für einer? Ich bin ein 1911er. Ah, danke. Gute. Aber ich habe schon genug. Ich denke, wir können gleich besser handeln damit. Ich werde mal in die LKW legen. Ich hoffe, dass überhaupt jemand kommt hier. Aber wenn nicht, haben wir wenigstens versucht. Wenn keiner kommt, werden wir die Waffe unschädlicher machen. Wir legen hier auf die Boden und fahren mit die LKW drüber. Ja, zumindest zwei Waffen oder drei Waffen, nicht alle. Bevor die Falle die falschen Leute in die Hände. Ja, dann können wir gut in Gebüschen verstecken oder sowas. Oh, das auch können wir auch machen. Oh, ich laufe noch mal eine Runde. Oh, ich mache mir hier gemütlicher ein bisschen. Ja, wir können das auch wirklich so machen. Franzose. Ja, bitte. Du nimmst die Bezahlung entgegen. Hast du genug Platz bei dir? Wenn so weniger Leute kommen, habe ich genug Platz. Okay. Ansonsten können wir die Tonne wirklich als, ja. Dingstonne, hier, Licht und so. Ich habe sonst noch ein paar Fackeln dabei. Ah, okay. Ja, das geht natürlich auch. Ja, ja. So. Wir wissen natürlich nicht, ob jemand kommt und ob jemand handeln möchte. Aber wäre cool. Ne? Wäre schon nice. Mal wieder richtig hinsetzen. Wie lange wollen wir hier eigentlich warten, wenn keiner kommt? Ich sag mal. Ja, ich würde auch sagen. 21:30 haben wir gesagt, sind wir da zum Tauschen. Also würde ich sagen, 20 Minuten, 25 Minuten, dann sollten die Leute hier eintreffen, um mit uns zu handeln. Aber können wir machen. Mal gucken. Und da alle sauber dahinter, nehme ich an. Ja, ja. Und wenn da jemand ist, hat er sich mir bestimmt nicht gezeigt, wenn er nicht handeln will. Ja. Ja.
dann warten wir einfach mal. Ja, ein paar Minuten können wir warten, ja, ja. Go, go. Da sehe ich eine Laufe. Oh. Ja, ja, da hinten. Auf der Stadt, bei den Bäumen, vor neben der Stadt. Überhaupt hochkommen wollen. Hm, scheint nicht so. Vielleicht traut er sich ja. Das kann natürlich sein. Jo. Wir stehen jetzt hier. Schau mal mit Knochenbrecher, ne? Und ja, dann beeilt euch. Und wollen unser Zeug hier loswerden. Kann es gerade nicht zugreifen, warum nicht? Ah, jetzt. Also wir haben hier so schöne Sachen. Auch ganz unten noch mit der New Eye haben jemand, der rausholen kann. Was wir loswerden wollen. Er rennt vor uns weg. Was soll da los, hä? Franzose, halt mal bitte in dem Bereich hier alles sauber. Ich hab da gerade einen mit einer Waffe rüberrennen sehen. Ja, und die Blunder, die Lichtung, ne? Ja, genau. Der ist dahinter verschwunden, hinter den Hügel. Ah, weiter weg, ja, hinterher an die Hügel. Naja, aber in die Richtung. Ich gehe mal ein bisschen nach vorne und schaue mit meiner Fernerlohle. Ja, gut. Ja. RP-mäßig ist das natürlich sehr schwach gerade. Also, wir haben gestern das Problem gehabt, wir sind halt durch ganz Tscherno gefahren quasi. Rukovo, Mogilevka, Vibor, Pogorevka, Bob oder wie das Ding hieß, komplett die Küste entlang. Und wir haben tatsächlich zum RP-Machen 6 Leute gefunden, obwohl der Server komplett voll war. Wer weiß nicht, wo die Leute sich da alle gerade verschanzen und verstecken. Ist halt, ja. Schade eigentlich. Der ist dahinter vom Gebüsch, Mann. Ich sehe ihn. Guckt er in unsere Richtung. So weit reicht man bis hier. Ich glaube schon. Ja, dann passt Ziel nicht so auf, ey. Vielleicht der Rolle, der komme und hat jetzt Angst. Ja. Ja. Mach das mal bitte so. Du und Knochenbrecher, geht mal außen rum und besucht ihr mal. Sehr gerne. Ja, okay. Knochenbrecher. Aber bleibe nicht so lange. Knochenbrecher, vielleicht ist er nicht alleine. Ja, ja. Immer diese Leute, die einen beobachten müssen. Ah, ja, so. Vielleicht denke die hier ist eine Falle. Wie kann man nur mal Mittelfinger zeigen? F4. F4. Vielleicht hat er es ja gesehen.
jetzt leuchtet er quer über die Felder zu der Typen hin. Ich dachte, der wollte umlaufen. Ja. Naja. Weil allzu lange werden wir dann auch nicht hier bleiben, das macht da keinen Sinn. Energized, energized, you're... Der Ken. Der kleine Ken schaut zu. Unglaublich. Oder sagen wir es mal so, er hat sich dazugesellt. Ja, wie gesagt, RP-mäßig ist es im Moment sehr, sehr schwach. Bei den Typen oder was? Ich weiß ja nicht, die waren da oben auf die Berge. Und ich habe nicht gesehen, sind in die Bäume reingelaufen. Ich hätte vorher noch für alle Funkgeräte besorgen sollen. Ah, da kommt einer. Oh Mann, ey. Knochentype. Ja, das scheint abgehauen zu sein. Keine Ahnung. Ah, okay. Und die Menschen kommen sie hier. Und wir schauen nicht mehr nach. Solltet auch außen rum gehen und nicht direkt frontal auf ihn zu. Ja. Ja, dann machst du das nächste Mal selber und zeigst du mal deine Künste. Ja. War vielleicht ja nicht so eine gute Idee, hier hinzufahren. Noch und dann weiß ich nicht, wollen wir mit denen weiterfahren oder den zurückbringen und ja, du bringst ihn zurück und holst dann den anderen. Können wir machen. Schauen wir mal, wir bleiben aber noch ein bisschen hier, ich würde sagen. Ja. Noch früh. Und das gut sei hier. Bär, konnte man von da oben gut weiter gucken oder war die Aussicht auch nicht so weiter? Ging eigentlich. Man hat halt nicht viel gesehen außer Bäume und ein bisschen Hügel. Ja, also wir warten jetzt ein paar Minuten. Ich werde mal in die Richtung gehen und runterschauen in die andere Dörfer. Ja, mach das.
ich werde auch mal hier eine Runde machen, nochmal. Ihr beiden könnt ja hier. Ja, mal. Ich bin. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll gerade. Ja, ich schnell mich jetzt hier gerade ein wenig. Joa. Nägel sind despawned. Alles andere ist da, aber die Nägel sind nicht mehr da. Sehr interessant. An, oder? Ja, das ist anders jetzt. Ja, check it, Alter. Wer will die schon? Die will doch keiner. Handeln ist wohl doch nichts hier. Ach, warte doch mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Keine Sauberheit und Leid in diesem Kapitel. Also du gesehen, ja, ist noch Platz in die LKW unten drin, ne? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Hast du noch vier nebeneinander rein? Nein. Hm.
noch das Zeug loswerden und ich mitnehmen. Wofür brauchst du das Ding? Vielleicht kommt da zufällig einer von die Presse, der braucht die. Die Presse kriegt in die Fresse. Ja, so sehen wir es letzte Mal von die Presse. Ja, schmeiße weg, ja. Ich hab nur so einfach eingepackt. Hast du eigentlich ja diese Leuchterpistole weggeschmissen oder hast du eingepackt? Weggeschmissen. Hat einer von euch so eine Pistole? So eine... wie heißt er, die Erste-Hilfe-Pistole? Nee, hab ich leider nicht. So, jetzt packen wir erstmal hier ganze Müll zusammen und schmeißen das mal so, machen so einen Müllhaufen. Einfach mal so spaßeshalber. Boah, ich sammle mal den ganzen Müll hier ein, was in der Stadt verteilt ist. Mal gucken, was hier hinterlassen haben, die Leute. Spaß machen. Und was hast du gemacht, bevor du hast ja getroffen, diese alte Typen? Ich war auf Feuer im Knopf und hab Party geholfen. Wobei hast du geholfen? Durch eine Massenschlägerei. In die Knast, okay, auf die Hofer oder in die Kantine oder so. Ja. Dusche natürlich. Hätte nur die Arbeit sich geschnitten um die schöne Puppe. Wo war das her? Wo war der hier zusammen in die Gefängnisse? Na, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah. Und wo kommst du her? Aus welchem Land? Auch aus dieser deutschen Land? Aus Deutschland. Weil auch eine paar Mal da. Aber der lebt er. Mein Onkel hat da ein Haus. Guckt euch mal an, was für Müll die alles da hinterlassen haben, aber nichts Sinnvolles. Ja, und du sammelst das, ja? Erster. Da bohren die um die Uhrzeit. Wie sieht das aus? Hat einer von euch eine Plane? Wie kann man machen, eine kleine Feld zu essen? Eine was? Eine Garten oder so? Ne. Ich habe auch überhaupt keine Plane von so einer Scheiße. Ich bin doch kein Gärtner. So viel Schrott. Was hast du vorher gemacht, bevor du warst in die Knaste? Hattest du eine Berufe? Ey, Bär!
Ja. Du pisst doch so gerne auf solche Sachen. Dann hast du doch daran viel Spaß, immer. Du kommst bestimmt ein Idiot und willst anziehen. Ja, ich muss gerade nicht. Naja. Vielleicht gleich, ja. So. Also ganz ehrlich, ich habe so das die Befürchtung, dass keiner kommen wird. Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Die UMP würde ich ungern rausschmeißen. Die können wir rausschmeißen, die können wir rausschmeißen. Die können nicht wir alle haben so ein schickes Fahrzeug wie wir, dann kann es klar dauern, bis sie kommen. Ja, ja. Wie lange habt ihr ungefähr gedacht, dann noch hier zu bleiben? Keine Ahnung. So bis kurz nach 10. Viertelstunde. War jetzt langweilig, aber eine halbe Stunde warten. Ja, aber das ist auch das Maximum, weil dann haben die alle genug Zeit gehabt. Der Han ist um 20.34 Uhr in den Channel Essen gegangen. Und jetzt haben wir 21.45 Uhr. Hat er wohl Hunger? Bahnschau. Richtig Hunger. Aber der Kunker ist gar nicht hier auf dem Server, oder? Was hat er da eben erzählt? Adam Ocelot heißt er, glaube ich. Hat er einen neuen Char? Und jetzt wieder umbenannt. Einfach umbenannt, okay. Jetzt wissen es alle. Damit man nicht weiß, wer er ist. Ja. Ach, kurz mal nach, ja. Funksprüche. Oh Gott, Slim war jetzt auf dem Server, Mann. Ja, und was will der Slim machen? Uns alle ausnehmen. Außerdem Slim war cool. Ich mag Slim war. Ja, aber ich will dir trotzdem jetzt nicht begegnen. Auf jeden Fall nicht allein. Ja. Aktuell mit der Gruppierung wird das kaum passieren, dass ihr allein triffst. Ja, Dimitri hat er ja schon getroffen. Ja gut, der Wingy, ne, dass der da alleine ist, ja gut, das wollte er ja so, also. Er wollte vor dem Beste werden. Meinst du? Das weiß ich. Keine Ahnung. Kann sein, man weiß es nicht, man munkelt noch. Kreis, yeah. Ich gehe mal kurz in den anderen Channel. Jo. Ja, ja. Verlass uns ruhig. Müssen wir weinen. Ich muss gerade mal gucken hier, was kann ich denn? Ich habe sogar einen Dosenöffner noch. Will einer vielleicht zufälligerweise noch einen Lockpick haben? Nee, danke. Nee. Dann schmeiß ich. Hab ich auch erst im Lager reingetan, so ein Lockpick. Dann schmeiß ich den jetzt weg. Willst du einen haben? Kannst du mal schlecken. Ich muss auch mal pissen. Kann halt jetzt nur meine Pissanimation das machen.
bisschen. So. Optimal. Jetzt höre ich dich doppelt die ganze Zeit, wenn du sprichst, Alter. Ja, sorry. Jetzt nichts mehr. Dann mute dich halt. Du kannst immer schlecken. Ganz kräftig, verstehst du? Wo ist denn der Hong was für ein Raum gerade? Keine Ahnung. Der Hans und der Florian sind auf dem Server. Ach, genau, warte mal, ich mute uns mal kurz hier, damit wir das, dass die Leute das nicht Dings mitbekommen. Oh, oh, C. Welche Namen suchten wir nochmal? Genau, Noah und Andy, okay. Das merkt euch mal bitte, weil ich vergesse es echt immer. Na, aufschreiben. So, okay. Jetzt sind wir wieder dabei. Ich habe kurz gemutet, damit ihr nicht unbedingt die Namen erratet oder wisst, welche wir suchen. Muss ja auch nicht sein. Wobei mir fällt gerade auf, das war totaler Quatsch, was ich gemacht habe. Scheiße. Oh, ich schmeiß mich gerade weg. Darf ich kurz nerven? Ja, ich weiß, ich habe mein Mikrofon nicht gemutet. Ja. Ich hab's gemerkt. Scheiße. Okay, wenn du es weißt, dann ist ja gut. Ja, ich hab's echt gemerkt. Ich denk so, Sound habe ich gemutet. Du bist jetzt nett, oder? Was? Du nee, ich bin Blueberry, nicht. Ich bin wer anders. Ich denk so, scheiße, ja, das hat super geklappt. Oh, scheiße. Okay, ich lasse euch doch mal wieder in Ruhe. Bisschen. Ciao. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich mich gemutet habe und ihr das dann gesagt habt, ich wiederholt habe. Ich dachte so, scheiße, ich hätte mich vielleicht auch muten sollen. Fuck. Geil. Oh, ärgert mich das. Aber egal. GG. Jetzt dürftest du es auch nicht in YouTube hochladen. Natürlich lade ich hoch, scheiß drauf. Guckt hier keiner von denen an. Sicher? Hoffe ich. So, Hong, was ist jetzt hier los? Was soll hier los sein? Nix. Hast gepetzt. Ja, Mann, gleich kommen die Moonscheine. Ich hab nix gepetzt, ich hab nur gefragt, wo die sind und was die noch machen. Und was machen sie? Die machen Geschäfte und sind in der Nähe. Ja, aber du. Die sind in Star Royal oder wie die Kacke da heißt. Ach so, ja. Ja, also haben sie nicht vorher zu kommen. Ich weiß es nicht, das habe ich die nicht weiter. Ich habe gesagt, kommt mal vielleicht vorbei, wenn ihr Bock habt. Aber ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn die vorbeikommen. Wer? Kunkers, Leute? Nee. Wer denn? Das mit der Falle ist wenig schade, ey, wenn wir die verschenken. Ja, wenn hier Leute jetzt zuhören, dann sage ich das nicht. Jetzt schreib's mir TS. Ja. Ein Channel. Den kann ich auflesen. Was denn? Okay. Ja gut, kann man mal machen. Ja. Wäre sonst langweilig.
bist aber auch schon neugierig. Das war einer von denen bestimmt. Die da eben gelaufen sind. Ja. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also von den zwei nicht, aber von den anderen. Vorne auf der Straße läuft jemand. Zwei Leute. Zwei Leute. Ey, da vorne läuft jemand. Der Schlecker, den ich ja so, ne? Könnte der Kunde sein. Ja. Ja, wollen wir mal gucken. Pass aber auf der Rückseite hier. Inkermaler. Glaub, die laufen vorbei, hm? Hallo. Ja, vielen Dank für deine Spende. Vielen Dank. Hallo. Dieser Buschkopf von Green Mountain oben. Buschkopf? Ja, sieht so aus. Kommen die hoch oder was? Ich sehe ja nicht. Gerade mal kurz das. Komm hoch. Irgendwas ist da nicht richtig eingestellt bei mir gerade, sehe ich. Ich bin, warum läuft die Schrift da gerade nicht? Ja, aber ich. Vielleicht laufen sie ja vorbei und sehen uns. Dann müssen wir gerade schon blind sein. Jut, ich bin im Test. So, jetzt habe ich's. Vielen Dank nochmal für deine Spende. Echt nett. Danke, danke. Dann haben wir euch ja. Naja, die eine Stimme erkenne ich wieder. Oh, hallo. Ja, hallo. Ja, habt ihr unseren Funkspruch gehört oder was? Ich läuf hier noch mal mit ihm mit. Ich weiß jetzt nichts von dem Funkspruch. Ah, wer seid da ihr? Wie ist euer Name? Ja, Jürgen. Jürgen. Ah. Jürgen. Ja, das stimmt. Und dieser Wuschelkopf? Ja, stell dich vor. Nicht so schüchtern! Ja, was? Kann der reden oder was ist jetzt los? Es kommt mir ein bisschen komisch vor. Pass aber auf, dass hier nicht noch mehr da sind. Ach du Scheiße. Ach, der ist es. Der Verrückte. Na? Ah! Wo nicht jeder wie? Also du aber eine gute Tarnung, mit die Nester auf die Kopf. Ja, brütest du irgendwas aus? Ja. Was soll er denn bitte ausbrüten? Keine Ahnung, Eier oder so? Och, ich brüte einiges, aber mag ich nicht über mich lustig. Wie läuft da bei euch alles im Lotte? Alles gut, ja. Das, ging schon mal besser. Naja. Uns geht's auch besser. Ging's besser. Na, die dann erzähl mal, was du hier mit deinem Truck vorhast. Die beiden Bescheid wissen. Ja, ich glaube, Bombe draus bauen und
Den Wracklager jagen, ja, gefällt mir. Nicht ganz. Naja, wir wollen gerade Zeug handeln oder loswerden. Naja, unser Bestand ein bisschen auf. Ja, leeren, was auch immer. Haben uns da ein bisschen, naja, rar gemacht erstmal. Damit die Geschichten aufhören. Trotzdem auf meinen Funkspruch antworten können. Ja, meinst du, das wäre sehr schlau gewesen, wenn wir uns rar machen wollen, auf diesen Funkspruch zu antworten? Du weißt, dass wir eine Privatfrequenz haben, die sonst keiner hört, oder? Ist ja klar. Naja. Frequenz hin oder her. Wenn man ein bisschen am Walkie-Talkie rumspielt, kann man auch Frequenzen rausfinden. Oder, naja, per Zufall entdecken. Kann man. Und so ein Vier-Augen-Gespräch ist doch viel sicherer als übers, naja. Geht. Irgendwas Neues, irgendwas, was ich nicht weiß. Und ich vielleicht wissen sollte. Aktuell nicht. Also die Leute, mit denen wir uns eigentlich ja treffen wollten oder wo ich mich mit treffen wollte, die sind noch intensiver an uns nicht interessiert. Wir haben die letztens getroffen in, wo war das, Franzose, wo... Golka. Genau, da haben wir angehalten und auf einmal, wie heißt diese Frau? Ich habe keine Ahnung, die mit die sexy Stimme. Ja, auf jeden Fall, die Frau wurde auf einmal sehr hektisch und meinte von wegen, fahr los, das ist Hardy, und dann sind die abgehauen. Für weiter. Interessant. Ich hab keine Ahnung, was die Leute haben, ey. Ja, das sind die Gerüchte. Ja, aber genau deswegen haben wir uns da versucht, rat zu machen, aber irgendwie, naja. Naja, weiß nicht, mit einem halben Panzer, mit dem wir durch die Gegend fahren, ist nicht viel mit Rah machen. Ja, mit dem fahren wir doch so nicht durch nicht die Gegend. Nicht so schneller. Das ist eigentlich nur jetzt gerade heute für Handel gedacht. So, danach stellen wir den eh wieder weg. Ach, hier, dass wir schon mal ein bisschen was loswerden. Ich hab da was für dich, was du auf deine Waffe machst. Bitteschön. Super. Ein bisschen mitgenommen, aber das füllt seinen Zweck. Damit lassen sich die Idioten noch leiser ausschalten. Von wo seid ihr hier gekommen? Welche Richtung? Na, auf jeden Fall aus einer anderen wie ihr. Ich weiß ja nicht, ich habe gesehen, von da irgendwo wart ihr ja da in die Stadt. Ja. Habt ihr da gesehen auf die Straße eine Liege? Was? Als wir da vorbeigefahren sind, naja, lag da einer, der sich nicht mehr so bewegt hat. Und niemanden gesehen. Hatte, glaube ich, kaputte Beine. Ja, wenn das nur kaputt gewesen wäre. Wir haben an die Straße Land einfach liegen gelassen. Ansonsten, nicht, ja. Ihr wisst nicht irgendwas, ihr wollt welche neuen Siedlungen oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich nicht, also wir... Nur. Was ist hier mit den, hier in dieser komischen anderen Stadt da? Wie heißt die? Du Franzose, weißt das ja eh besser. Welche meinst du da, wo die komische steile Berge ist? Ja, da vorne kommt noch jemand. Gibt da eine Siedlung in Bol oder so heißt die Richtung Süden? Da war ich schon. Und was haben wir noch gefunden? Ja, sonst haben wir nichts gefunden. Außer die einen, die erzählt haben, die haben irgendwo ein Lager, aber ich hab's schon wieder vergessen. Keine Ahnung. An der von die Funkerspruche nur hier. Mogilevka um die Ecke hier. Mogilevka. Irgendwelche brauche Hilfe mit der Elektro. Da bin ich vorhin, da bin ich vorhin vorbeigefahren und hab zwei Idioten gesehen. Dann ist es gut. Wer ist denn das? Gehört er zu euch? Ja, ich glaube. Ich verstehe. Ah, hallo. Seid das so aus?
An Novi sind ein paar Gestalten umgelaufen. Umgebracht? Nein, ich hab das nur beobachtet. Ich glaub, sie sind nach Gorka aufgelaufen. Ich bin enttäuscht. Nur so. Naja. Hat auch für nicht lange nicht mehr gekämpft. Ja, aber wenn du lange nicht mehr auf Maul gekriegt hast, das ist richtig. Tette. Ach ja, ihr beiden wieder. Ja, wir brauchen das, das weißt du. Habt ihr gelassen, euer Auto kaputt gegangen, oder was ist da los? Es war, warum? Ja, kannst du immer hier. Ich weiß von keinem Auto, tut mir leid. Ja, er hat die Karre zu Schrott gefahren, dann so. Ich hab gar nichts gemacht! Der Zaun war schuld! Und, der Zaun war schuld, genau. Weil der Zaun hat sich unter, der hat sich über das Auto gelegt. Das stimmt. Oh Junge. Ist mir letztens auch passiert da. Wir sind gefahren und dann plötzlich ist eine Blätter einfach gegen die Auto geflogen. Der Leib war kaputt. Ja, alles gefährlich. Super. Ja. Du hast schicke neue Schuhe. Solche Schuhe sind der Seite zu finden, ich glaube. Ja, die sind angesagt. Damit bist du der coolste Typ in allen Städten, ey. Ah! Ah! Oh, was da los? Oh Mann, toll, ey. Scheiße. Das ist wieder... Ist halt so verrückt. Was passiert? Noch nicht alle. Ich helfe ja, dir mal, okay? Finger weg! Na, ich mach das schon. Ah, das geht schon wieder gut. Ja, komm schon. Geht doch. Dafür, dass mir die Schuhe geklaut. Ihr seid da echt da total verrückt. Oh, du hast ja gar keine Ahnung, das ist doch nur das Vorspiel. Was los? Mach mal bitte eine Runde in der Stadt. Die wollen doch nicht. Ich hab ja gar keinen Bock drauf, aber egal. Nimm die Fliege, wenn du keinen Bock hast. Nix, nix. Will ich auch meinen. Ja. So, alles gut bei dir? Gut, ja? Alles? Gut? Vielleicht soll ich dir ein Bein geben. Sehr schockierend. Ja, ja, selbstverständlich war das, schockiert. Ah. Ja, wir haben miteinander Ratsche, ey. Außer du öfterst die Frau mit deinen Knüppel oder was? Ich habe sie nicht gehauen, ich habe sie mit Elektroschock gehauen. Geschockt! Im wahrsten Sinne des Wortes. Elektroschock. Nicht gehauen, geschockt. Ja, es ist eine deutliche Spannung zwischen den beiden. Ja, das ist ja. Es ist immer schon eine sehr elektronisierende Beziehung gewesen, du. Oh ja, also in der Tat. Meine Maus geht langsam kaputt, das ist schlecht. Aber sie braucht das nicht. Ich stehe drauf. Ich möchte das knacken. Gut, dass wir das geklärt haben. Weil das ist, pass auf, Hardy, ich zeige dir das. Pass auf. Was möchtest du mir denn zeigen? Was hast du da vor? Noch ein Messer. Was hat er jetzt wieder vor? Na, pass auf jetzt. Au! Das
Ach Gott! Halt doch Scheiße! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Okay, da drauf steht. Ja, pass auf! Oh, jetzt ärgere sie doch nicht. Du, ich hab Zeit. Echt? Du bist so lange dich um. Mach einfach den Kopf zu. Okay. Ich hätte mir dann da ja noch verlückt als früher, Mann. Gut, dann. Ah. Alles gut? Hier geht's bestens, glaub mir. Ja, hier geht's bestens. Das soll ich mal ganz richtig da oben gucken, ganz ehrlich. Ja. Mhm, genau. Ei. Ich werde nicht mehr ganz richtig. Ja. Also ich glaube, wir werden unser Zeug nicht los. Und Ohren wie ein Lux hat er. Hey, glaube ich auch. Ja, merkwürdig. Oh, In der Sache ist er hier. Nicht daheim. Hab's schon gemerkt. Ne. Der Rest, ihr könnt mir alle mal meinen Arsch lecken. Ach, dann mach dich mal frei. Das ist ja auch das kleinste Problem. Oh, oh mein Gott, Alter. Er macht's auch noch. Oh. Ach Gott. Ja, ich meine, der war nicht denn auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Ach, immer die Frau. Ist immer die gelernt, was passiert. Ja. Ich mach mal ein bisschen auf uns aufmerksam. Mach das. Hm? Ich mag keine Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe noch Negerseier, diese Farbe. Oh. Ja, gut. Hast du noch nie gesehen? Dann gehen wir weiter. Ich mag keine Aufmerksamkeit. Naja, wird wahrscheinlich eh keine. Wenn ihr findet, da Leute, schickt da mal hier hin. Wenn ihr lasst die in Lua, ne? Ja, das was von ihnen übrig ist. Wie auch. Alter, wie kranker sind die denn, ey? Ja. Ja, aber irgendwie lustig. Ja, weiß nicht. Möchte ich aber nicht alleine begegnen, naja, die machen eine bestimmte... eine Mitarbeiter. Nein. Nun ja, alleine... Alleine wirst du die nicht begegnen, keine Angst. Oh Mann ey, ich will handeln, dann kommt der Kunde. Noch so ein bisschen was. Dass ich mit deinem Kampfmesser in die Arme geschnitten. Ja, steht auf Schmerzen. Hat jemand von euch noch was dabei, was Peng macht? Ja, ich habe noch eine Lauche gelandet. Oh ja, gib mir her. Warte, ich muss ja mal schauen, wo in meine Tasche. Hallo, was Afrika, was? Umpa-lumpa. Oh, ich glaube, ich habe verloren. Oh, der Nick gefällt mir auch. Ja. Hier, guck mal. Ah, ne, hier. Wir waren die Handel. Ja. Wer kann es da doch wieder einpacken? Ich habe getan in die LKW. Ach so, okay. Ich habe zum Nachladen eine Magazine da leichter. Und sie ist jetzt so schwer, dann nachher alles in die Luke sacken. Ach, okay, hey. Was aber der linke Arm gefällt mir. Der linke Arm gefällt mir. Ein wunderschöner Bogen. Also allzu lange will ich jetzt nicht hier bleiben. Ja, immer mit der Ruhe. Ja, danke für dein Follower. Naja, die erste Kunde wollte wohl nichts verkaufen.
ich muss mal kurz noch was bearbeiten, weil das gefällt mir so nicht. Wohnen diese Verlückte eigentlich? Aber ist das einer? Okay, das hat jetzt schon. Ich will gar nicht mehr. Nicht dahin laufe, weißt du doch. Stell dir mal vor, du bist ja plötzlich aber in die Bude. Wollen wir ein bisschen weiter bearbeiten hier? Da wird nicht nur die Hose aussetzen hier. Haben wir gleich. Wir hätten vorher mehr von die Werbung machen müssen. Da gelaufen, da klungt da Funkgeräte. Ich glaube, jetzt haben wir's. So sieht das doch besser aus, oder? Danke nochmal, also wirklich mega Dank, danke an die Spende von dir. Jetzt muss ich dann doch nochmal ein kleines Stück kleiner machen. Echt mega, mega mini. So. So. Also, mega, gefällt mir. So. Also ich würde sagen, wir machen uns in 10 Minuten auf. Alter, gute Idee, 10 Minuten, wir warten noch. Ja, wir wollen unser Zeug loswerden und sind es nicht losgeworden. Wir haben gesagt, 21 Uhr, 21.30 sind wir da, um Waffen zu handeln. Aber das will keiner handeln. Bis auf Kunkas Leute haben wir echt keinen getroffen. Und ich weiß auch nicht, warum. Jetzt muss ich doch noch was einstellen. Ich merke, da irgendwas ist da noch nicht so richtig. Ich hoffe, der Stream läuft bei euch vernünftig. Irgendwie sagt er die ganze Zeit, ich hätte Probleme, aber keine Ahnung. Kannst du mir mal sagen, ob der Stream läuft oder ob der bei dir abschmiert? Ja. Ich glaube nicht daran, dass jetzt jemand herkommt. Wo ist der Knochenblecher? Ach, hier, versteckt er sich hier. Ja, ich glaube, der hier ist eingepennt. Ja, ja, er ist eingepennt. Lass er schnell fahren. Ne? ja, schnell fahren, sagst du, mit der Karre. Schnell fahren, ja.
Da machen wir das so. Du setzt uns dann in Vibor aus, uns drei. Und du fährst durch und holst die andere Karre. Und dann, ne? Dann fahren wir woanders herum, oder was? Ja, genau. Da sind wir besser unterwegs, oder nicht? Ja, okay, kann er mir alle machen. Ich hoffe, ich komme auf die Parkplätze, du weißt ja. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es wirklich. Bin noch mit meinem Vater am Telefonieren, einen Moment. Ja, kein Problem. Aber ich steig schon mal auf den LKW drauf. Falls das geht. Muss er die Waffe aus der Hand nehmen wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ach nee, nicht. Ja, werde mal ein paar Schießerübungen machen. Okay. Oh Mann. Ja, wir werden uns jetzt gleich mal aufmachen. Hier kommt keiner mehr hin. Okay Leute, wenn die anderen alle soweit aufgewacht sind und fett sind, machen wir uns auf. Okay, okay. Mit den Schüssen wirst du sie nicht gerade anlocken. Klar, da hören sie wenigstens was. Na, na, ich setz mich schon mal hinten drin. Ja, wir hauen jetzt gleich ab daher. Sollen wir mehr auf die Straße stellen und da eine Zettel noch für von uns allein legen? Nein, nein, lass einfach da. So, wir werden ein bisschen leiser machen, weil sonst hört ihr mich nicht und ich höre gar nichts. Genau, wäre auch schlecht. Schon eine Stunde unterwegs, ganz ehrlich. Oh Mann, ey. Was heißt eine Stunde? Ne, ich bin jetzt wie lange online? Eine Stunde 35.
Wann spielst du eigentlich wieder mal mit, Gala? Also, so, dass wir dich auch mal RP sehen, also ich RP sehe, was auch immer. Ja, hat sich ja gelohnt, oder? Also, richtig, also wir sind richtig viel losgeworden. Ja, ein Schalldämpfer und eine Rauchgranate. Naja, immerhin den Gunka getroffen. Ja. Mir ist ein bisschen RP. So, wir da. Oh, sind wir schon unterwegs? Jawohl. Wir sind fast da. Also am nächsten Hügel. herrlich. Wir machen das jetzt so, also Honk versucht gleich das Ding. Du musst schon außen hochfahren, ne? Also nicht. Ja, ich versuche da. Okay, der holt dann den Sedan und wir bleiben dann in Vibor erstmal. Wie viel Uhr ist es eigentlich? 22.25 Uhr. Okay. Ja, wieso, muss er doch weg? Nö, nur so. Interesse halber. Hörst du nicht, dass er Husten hat und so? Mhm. Und heiser ist und so? Bin schwer krank. Ja. Oh ja. Ich hab meinen ersten Donate bekommen. Ein Donate? Ja, das erste von CR Kampf Keks. Kampfshot Keks. Cool. Oh, komm, ey. 7,50 Euro hat er gespendet. Warum? Cool. Was ist denn für einer? Ist der verrückt? Hey. Ich finde das cool. Ich finde das nett, wenn Leute mir die Kleinigkeit spenden. Ja, klar. Lustig. Okay, ja, spende ich nächstes Mal so einen 1 Cent. Nee, ab wie viel Euro geht denn das? Ein Euro, glaube ich. Wobei, was, so viel? Da bleibt aber auch nicht viel übrig. Jetzt von, also wenn du rechnest, ich glaube 30% behält sich PayPal ein. Boah. Und Twitch gar nicht, oder wie? Nö. Ich glaube, das mein YouTube Video gesehen, hat jemand über 10.000 Dollar mal gespendet, ey. Ja. Ja, okay, warum nicht, ne? Bei Gronkh waren es ja auch, da hat er den voll überrascht, voll aus dem Konzept gebracht. Man hat das aber wirklich gemerkt, dass er voll aus dem Konzept auf einmal war. Alle spenden so 200, das ist für mich auch schon verdammt viel Geld, ne? 250, 100 und so, ne? Und auf einmal kommt da ein Donate rein, 1.500 Euro. Warum machen die Leute das? Ja, keine Ahnung. Wo haben die Kohle her, ey? Die wollen halt die Leute unterstützen. Keine Ahnung. Also ich finde das aber auch gut, dass sie. Ich meine, guck mal, bei den einen, da hat der Gronkh ja sogar animiert, wo der den einen geradet hatte, hat er dann auch gesagt, von wegen, wenn ihr jetzt was spenden wollt, dann spendet bei ihnen. Mhm. Haben sie auch gemacht, der hat 600 Euro zusammengekriegt. Bei wem? Krass. Bei nicht die Mama heißt der. Bei ihm. Nicht die? Nicht die Mama. Nicht die Mama. Oh, okay. Das war ein unbekannter Streamer, den hat er sich einfach ausgesucht und ja, dann sind die dahin. Auf einmal hatte der von, er hatte erst 2 Zuschauer gehabt, dann hat er auf einmal 5.000 Zuschauer gehabt. Und ja, dann haben die da gespendet für Krankenhausrechnung, Grafikkarte und so, wie bei mir, also für Krankenhaus-Scheiße, okay. So sammle ich ja auch gerade. Auch so, die ganze Medikamente-Kacke, die ich zahlen musste. Ich bin jetzt alleine, nur für die eine Operation, mit Medikamente, mit allem drum und dran, plus Physio, bin ich jetzt knappe 140 losgeworden. Wieso musst du denn was dafür bezahlen? Physio musst du zuzahlen, Medikamente musst du auch, für jede Medikamente musst du zuzahlen. Ja. Hast du keinen Befreiungsdienstbums? Ne. Das kriegst du ja erst, wenn du eine gewisse Anzahl richtig an Euros hast. Da ich jetzt nicht unbedingt das Geld immer so locker sitzen habe. Jo. Nee. Wer hat das schon, ne? Ja. Aber ich freue mich dann halt über solche Sachen. Über solche Sachen freue ich mich natürlich. Insbesondere da, dass mein allererster Donate dann jetzt ist, ne?
was passiert eigentlich, wenn ich während der Fahrt aussteige? Du wirst dich verletzen. Okay, dann mache ich das nicht. Also, wir sind uns nicht sicher, teste das mal. Obwohl, besser wäre es einer mit einem Helm, oder? Das war's. Aber der eine ist ja wohl krank, wa? Der vorhin war? Der Kunker. Alter. Ich sag ja, mit ihm du möchtest ihn nicht alleine in RP begegnen. Aber ist nicht, dass er jetzt schlechtes RP macht, also ich finde. Nein. Ich finde das immer lustig mit. Ja. Das macht er schon gut, ja. Muss man ja zugeben. Also, wenn man den sieht, besser eher, ja, verstecken. Ja, schau mal noch mal im Briefkasten vorbei, oder? Ja, ich lasse euch jetzt eh raus und fahre alleine weiter. Ja. Du gehst offline oder was? Nein, der holt den Sedan. So? Aber ich wollte die Waffen alleine verteilen. Was habe ich noch letztens gesagt zu den einen Typen, Honk? Zu der OEC, den wir da getroffen hatten, dann den Vibor? Das ist der gewesen. Der Jürgen? Weiß ich gerade nicht. Na, ja, genau, der Jürgen. Da habe ich noch zu dir gesagt, von wegen. Da habe ich noch zu dir gesagt, von wegen, ja, das ist einer von Kunkers Leuten. OEC habe ich erst gesagt. Ah, okay. Sicher, dass ich das war? Ja. Habe ich Alzheimer. Ja. Also, gegen bei den Akzent habe ich ja noch nie gehört, hier diesen Ossi. Doch, den haben wir oben bei Dings getroffen, in Vibor bei, bei dem Brunnen. Scheiße. Und dann habe ich hinter OEC gesagt, von wegen, ja, das ist einer von Kunkers Leuten. Mhm. Ich hab gefragt, ja, so wie Jürgen würden, oder? Ja, das habe ich nicht verstanden, aber cool. Ja. Ja, schauen wir mal in Vibor, oder? Ob da ein Briefkasten geleert wurde schon? Ja, ja, wir warten im Vibor eh auf. Ach ja, stimmt. Passt auf, wir waren eben die ganzen Zombies. Das Zeug tut im LKW nicht despawnen, oder? Ja, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, kein Plan. Und wobei, nee, es war doch schon ein Server-Restart um 1 Uhr heute. Ja. Und selbst wenn, dann... Wer hat denn die Karre da geparkt? Sehr total asozial. Bullen. Wir könnten auch mal eine Polizistengruppe machen, Alter. Das wäre auch cool, oder? Ja, das könnten wir auch mal machen. Bis gleich. Ja, bis gleich. So in 10 Jahren. Ja. Da ist nichts. So. Polizeiwache mal durch. Jo, ich bin mal. Falls ihr Bock habt, hier links auf dem Feld laufen. Kühe? Kühe, warte mal. Also eine zumindest sehe ich. Könnt ihr jetzt loslaufen, falls ihr mich hört. Weil noch bleibt sie stehen. Ja, ich sehe sie. Jetzt läuft sie los, scheiße. Wenn ich Glück hab, läuft sie rüber. Nee, ich treffe sie nicht. Zu weit weg. So, was ist hinten los? Ich treffe. Alter, wo sind die anderen denn hier rum?
Ich suche gerade, Moment. Was die Leute nicht unter Kontrolle. Ich möchte das schon. Man muss immer härter durchfallen. Auf jeden Fall ist die Kuh weg. Wie könnte ich denn nochmal skalieren? Auf wie viel Entfernung Scheiß denn geht? Bild auf, Bild ab ist das. Ja, bei mir geht's leider nicht. Die Effekte erstmal wieder hoch machen. Hört ihr das? Was? War das? Ich bin da, ich hab den Namen Elke. Gut. Elke? Das ist aber echt ein doofer Name für so ein Schlauchboot, ey. Die nehme ich hier die Frau, mit der ich zum ersten Mal Sex hatte. Ja. Ach so. Hast du die in so einem Boot so kennengelernt? Micha? Hä? Hast du schon hier drinnen geguckt? Gefängnis, ja. Echt? Aber ich war nichts Interessantes drin, also für mich. Für uns, besser gesagt. Da drunter? Nix. Eine Jacke. Hat nicht geklappt. Ich wollte ihn einsperren. Hä? Was wolltest du? Wollte ich einsperren. Du Schwein, du. Alter, habe ich mir schon beinahe gedacht. Ja, ist eigentlich ganz entspannt, hier hoch. Echt? Ja. Ey! Du Schwein! Guck mal, dann nimm wieder auf. Ah, dadurch. Gut, dass hier nach einer Tür ist. Echt? Ja. Nein, ich komme hier nicht mal raus. Ey, mach die Tür auf. Hallo. Wie machen wir die Tür auf? Kannst du gegenschlagen oder gegenschießen, aber am besten, wenn ich nicht dahinter bin. Okay. Hey. Ja, warte, ich mach auf. Wie hast du die zugemacht? Mit Lockpick. Ah, okay. So. Gucken. Und mal kurz auf K. Schon wieder?
weiß gar nicht, kann ich das durch ein Fenster werfen hier? Weißt du, das ist auch wieder Daisy. Scheiben sind kaputt, aber du kannst nichts durchwerfen. Ich habe hier voll viele Bücher gefunden gerade. Einmal La Comédie, was auch immer, Volume 1 und The Cave of Gold. The Cake of Gold? Ich pack mal da ein paar Blätter rein in unsere Briefkasten. Jo. Dann können sie nämlich da reinschreiben. Das ist auch Daisy. Du wirfst ein Buch gegen die Wand und es vielleicht erkleben. Alter. Jo. Ich bin nochmal zinnend AFK. Ich muss meinem kleinen Bruder was zu essen machen. Jo. Bis gleich. Jo. Hast du geschossen, Micha? Jo. Du Lappen. Ein Zombie. Muss mich gerade verbinden. Ja, so wie du geschossen hast, werden wahrscheinlich gleich 20 Zombies da auftauchen. Seid ihr auf der Straße? Ja, ja, ich bin auch in der Straße. Kommt schon wieder zurück, oder was? Ja, ich bin auf dem Rückweg, ja. Cool, easy. Ja gut, der Kev ist ja eh AFK. Der muss seinem Bruder was zu essen machen um die Uhrzeit. Ja. GG, Alter. Wahrscheinlich hat der Bruder schon 2 Stunden lang genervt. Mach mir was essen. Mama, der hat mir immer noch nichts zu essen gemacht. Was? Was soll ich zu pennen? Ich habe aber Hunger. Machen jetzt was zu essen. Los. Oh Mann. Mit Fiona wirst du wiederkommen. Ja, cool. Aber dann wird sie auch wieder allein unterwegs sein, ne? Erstmal. Aber eigentlich keine schlechte Idee, was der Kev sagt, dass wir vielleicht sogar so eine kleine Polizeigruppe machen. Irgendwann mal. Ja. Aber wie soll man das mehr einstellen, also machen, ganz genau. Ja, was denn, Polizei? Wir nehmen Schlagstöcke und alle, die was sagen, werden niedergeknallt. Genau. Wie einfach... Schöne Auto. Ja. Zufälligerweise ist das unser... Ach scheiße, ich stehe mit auf der Straße. So, warte. Ja gut, wir haben ja eh keinen Hotspot für ne? Also wir haben ja eh keinen aktuell. Willst du jetzt hier bleiben oder wollen wir dann gleich los oder willst du jetzt auf jeden Fall? Der Kev ist auch AFK. Ja, aber wie lang ist der AFK? Ich will heute schon noch ein bisschen RP haben. Haben wir da eine Box mit Nägel? Brauchen wir nicht. Überlegen wir mal, wo fahren wir hin? Ich weiß ja nicht, wie lange er dir was zu essen macht. Der hat ja nichts gesagt. Ich würde dann gleich mal durch Bogorevka, nochmal nach dem Briefkasten. Und dann... Ja, und dann sind schon wieder fast das gewesen, ne? Eigentlich quasi. Können wir nach Mogilevka halt fahren, wenn wir Bock haben. Ja.
werden vielleicht ein paar Leute sein. Ja, Kunka wieder. Der ist auch in die Richtung gegangen. Ja. Ja, das hatten wir gestern auch gehabt. Ganz ehrlich, ey, wir sind überall lang gefahren und haben keine Sau gefunden. Doch, hinterher 6 Stück. Also 4 Stück in Berenzino und 2 Stück genau hier, wo wir jetzt gerade stehen. Aber hey. 35 Leute. Ja. Wo müssen sie sich herumtreiben? War schon einer im Polizeiwagen da vorne? Ja. Ach, der schmiert dem doch bestimmt nur ein Brot oder so. Der fängt da jetzt nicht noch an, hier zu kochen. Ich hoffe es, wir warten jetzt noch ein paar Minuten und ist gut. Was ist los? Ich hol mir mal ein Bier. Bier. Ich mach mich mal in das Haus rein, ich bin auch mal ganz kurz AFK. Und alle noch am Leben? Ja. Was war das? Entschuldigung. Ich hab mir gerade ein Bierchen geöffnet. Warte, ich hab mein Headset nicht drauf. So, was? Nix. Wie nix. Ich hatte mir gerade ein Bierchen geöffnet und getrunken. Ah, okay. Fährst du da gerade? Ja. Schade, sonst hätte ich ihn direkt rausgeschossen. Noob, Alter. Oh, so, bin wieder da. Ja, cool. So cool. Ja, dann können wir jetzt los. Ja, Entschuldigung. Halt. Ja. Aber um die Uhrzeit, dein Bruder? Wer war das denn? Wer ist 10? Wird 10. Aber keine Ahnung. Mit 10 Jahren ist er noch wach. Der hat doch Ferien. Ist er Ferien? Wenn mein Sohn um 11 Uhr ankommen würde in dem Alter, würde ich den geben. Ja, nicht mein Sohn. Pack die Waffe weg und steig ein. Ach ja, stimmt. Drehen die Reifen durch. Ja, leider nicht.
Start. Übelst laut geschaltet und Und bam. Wohin fahren wir jetzt? Nach Pogo. Briefkasten gucken. Und Also in der Hoffnung, dass Leute. Hallo, ist da einer auf dem Feld? Ja, da war einer. Zombie. Ja, das war ein Zombie bestimmt. Dann wieso drehst du jetzt um? Damit der Zombie zu. Ja, ja. Wie schnell der Zombie ist. Sollen wir mit dem hier. Der rennt weg, oder? Ja. Ja. Was geht mit dem Zombie? Der läuft in der Luft, guck mal. Gib doch mal Gas! Lass uns davon! Ja, nein, komm, lass den, da hab ich jetzt keinen Bock drauf, wenn er kein RP machen will. Er hat doch Hallo gesagt. Ja, er hat Hallo gesagt, wir haben umgedreht und er ist weggelaufen, also das ist nämlich kein Zeichen, dass er unbedingt will. Scheiße. Alter, der Zombie geht mal am Sack. Oh, scheiße, mein Sohn ruft mich. Ich muss euch jetzt mal kurz hier stehen lassen. Was? Ja, ich steig aus. Er ruft, was ist denn da los, hä? Na, mach ihm Tausch und steigt jemand anderes als Fahrer ein. Komm. Nicht nett, ich fahr nicht. Ja, dann fahr ich, komm. Und du steigst dann den Nachbarn ein. Du musst mir nur den Weg zeigen. Sagen. Ja, ich nicht. Ja, geradeaus. Fahr übers Feld? Ne, ich fahr nicht über Felder. Ich hab das Glück, dass ich dann Steine treffe oder so ein Scheiß. Bis dritter Gang ging noch, ne? Vierter Gang nicht, ne? Ja, vierter Gang, ne? Okay. Dann denke ich mal, dass ich jetzt im dritten Gang bin. Das werden wir schon merken. Ja, ich gehe so oder so bei den Kurven vom Gas, wo ich mir nicht sicher bin. Ja, also, wie früher beim Rennen, bis auch immer in der Kurve vom Gas gegangen. Ja. Ja, in Sedan bin ich noch nie so wirklich gefahren, also immer nur im Bus immer. Unser Busfahrer. Ja, Manni, der Busfahrer. Ich will ja endlich RP, ich will endlich jetzt rechts, ne? Ja. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind hier in England. Und? Hier war kein Stoppschild. Nur Vorfahrt 8. Ich hab geachtet, ob eine Kuh vorbeikommt. Jo. Ich will RP, verdammte Scheiße. Und? Ja, ich hab ihn in mein Bett gelegt, alles gut. Okay, also nicht Saft, Saft, Saft. Nee, der pennt. Saft, 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 Saft. Der ist mal kurz wach geworden, wollte. Was ist denn da los, ey? Was machst du zur da? Zur Mama, aber die ist nicht da. Wir versuchen aber viele Spieler auf den Server zu kommen, ey. Ist ja logisch, die Spielanzahl sehen die Leute, denken, dann können sie PvP machen. Aber die meisten lesen halt nicht RP, ne? Das ist dann. Die sind halt. Und privat. Ja. Ach, diese Sonnenuntergänge, wunderschön. Hast du das Foto gesehen, was ich gemacht habe, hochgeladen habe? Ja, ist ganz cool. Ja, so bin ich dann zu dir, ne? Frederik Fuchs. Aha. Ja. Richtiger Fuchs. Genau wie Ken immer wieder im Chat kommt, aber nichts schreibt und dann sich wieder verpinkelt. Ja, ja. Arne ist auch nicht mehr, Tess. Jetzt bis ich gesehen hab. Okay.
aber hier gehe ich mal ein bisschen runter, falls anfangs sollte zu laggen bei mir. Ja, Polizeiautos spawnen ja nicht hier, ne? Doch, manchmal schon. Ganz leichte Lags habe ich. Rabenfeder. Ja, das musst du mir nicht sagen. Stup sie an, spam sie voll. Was? Ja, Kader schreibt gerade von wegen, sie möchte ihren Charakter wieder, also einen neuen Charakter spielen, sollen die Charakterbeschreibung annehmen. Wow. Wow. Oh. Ich schaue schneller. Hallo, Redwood. Du kannst jetzt gleich auch wieder fahren. Keine Lust mehr. Ja, keine Probleme. Ist ja nichts. Keine Walle da. Okay. Wollt ihr noch einmal hier durch ein Dorf gucken, ob wir Bier finden? Dann bleibe ich hier im Auto. Ja, Gott, Alter. Vielleicht findet einer ja eine grüne Jacke, wie ich habe. Ja. Jetzt sag mal, kann man den Stream sehen oder nicht? Weil immer noch keine Antwort da kam. Oder muss ich ein wenig runterschrauben? Nee, ich schlafe nicht. Ich bin nebenbei, habe ich kurz was beantwortet, weil, ja, es hört sich doof an, aber ich habe einen Song geschrieben und habe jemanden sozusagen mein Voice zugeschickt und musste da jetzt noch was klären, deshalb, boah. Fehler gemacht, wie er das gesagt hat. Ich muss das nochmal neu aufnehmen. Deswegen hier so WhatsApp und so, ja. Oder WhatsApp. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr den Stream flüssig sehen könnt. Ich hoffe nicht, dass es zu viele Lags sind. Und ja, dass wir jetzt gerade RP-mäßig nichts haben. Wir sind jetzt hier in der Stadt und waren vorhin auch schon in einer anderen Stadt. Aber da war nichts, bis auf Kunkas Leute. Was heißt bis auf Kunkas Leute? Wenigstens die Kunkas Leute waren da. Wir wollen jetzt noch ein bisschen ein paar Städte durchforschen, damit wir ein bisschen RP weiter kriegen. Server ist eigentlich voll, aber... Und die Tür finden keine Leute. Und es wird gleich dunkel. Ja, wo sind denn die anderen jetzt?
Ich weiß ja nicht, da sind glaube ich eine Ober gelaufen. Oh, die Leute werden auch immer bekloppt da. In die Kirche, in die Ecke haben die Lein gepisst und muss gekackt, das ist ekelhaft. Ja gut, dann fahren wir jetzt aber weiter, ne? Ja klar, ja klar. Ja. Bis denn. Jo. So, dann wollen wir mal weiter. Wo ist da der Kollege? Ah, da ist er. Kein Bier gefunden. Was? Kein Bier? Ich auch nicht. Ja. Ja gut, dann wollen wir, wohin wollen wir? Ach, du bist der Taxifahrer. Ich wollte doch hier... was machen wir? Jo! Ja, wollen wir los? Ah. Der fährt gleich in den Baum, der fährt gleich in den Baum, der fährt gleich in den Baum, der fährt gleich in den Baum. Tu das nicht. Hör auf damit! Ja, sieht da gut aus, ne? Wenn jetzt so eine Gang nicht, oder was? Alter, der was für der Fax ist. Ich höre zu viel. Scheint der Getriebe kaputt zu sein, ja. Oder vielleicht der Autofahrer. Vielleicht, ich habe doch gefunden, Bier. Ja, wäre nicht schlecht. Das ist alles GEMA-freie Musik, die ich abspiele. Denn ich lade das, ja, denke ich mal, hoch. Auch, aber ich glaube, die erste Stunde nehmen wir da weg, glaube ich. Wir sind ja schon 2 Stunden 13 am Stream. Ja, ist schon was, ne? Mit dem verrückten Autofahrer hier. Bald muss ich auch wieder ein paar Skill-Videos aufnehmen. Dann, wenn der Patch endlich kommt, kommen auch wieder DayZ-AP-Videos auf meinen YouTube-Kanal. Und ich werde noch ein paar andere Spiele spielen wahrscheinlich. Vlogs werde ich auch machen, auch... ich werde diesmal auch in den Bereich etwas mehr politischer Bereich reingehen, Themen ansetzen. Auch Themen, die vielleicht keiner ansprechen möchte oder sagen wir es so, vielleicht möchte er die ansprechen, aber wird nicht so direkt ehrlich die Meinung dazu sagen. Also ich werde meine Meinung schon äußern, so wie ich das, so wie ich das für richtig halte. Und deswegen wird der Rusti-Vlog auch wieder reaktiviert, den ich ja einmal gestartet hatte, aber dann pausiert hatte. Hatte ja dann Commentary eingeführt statt den Vlog. Aber wir müssen wohl sich alle rumtreiben, ne? Ich denke mir mal, dass der Vlog wieder kommt. Ja, keine Ahnung. Ja, ist schon krass bei so vielen Leuten. Bestimmt auch in den Großstädten, ne? Nee, da erst recht nicht. Sicher? Ja, ja. Die werden sie in irgendeinem kleinen Dörfchen irgendwo verschanzt haben.
Wenn wir jetzt gleich anhalten, passt bloß auf die Karre auf. Ja. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir sind jetzt gleich in Mogilewka. Selbst wenn sie die Karre klauen, ich schieße auf die Reifen, ist mir dann egal. Kann ich ja IC verpacken. Ich meine. Okay, IC. Knapp. Festtagsbeleuchtung hier. Jetzt schon. Kühlschrank oder so. Ein Kühlschrank. Das wird ja, vorhin. Vorhin bei den Händlern gewesen. Ich sagte vorhin bei den Händlern gewesen, ne? Und die haben da so ein Feld stehen gehabt. Ich hab nur kurz reingeguckt, Alter. Mal Kopf reingesteckt und sofort wieder raus. Die haben noch Fleisch drin liegen. Ich weiß nicht, wie lange das schon da drin ist. Oh, ja, Mann. Doch, ich kann nicht aufsteigen. Und vor ein paar Tagen lag das schon mal da drin. Ah, Gott, der Dacker! Ah, Mr. Hong, schön, Sie wiederzusehen. Ja, Gott, der Dack. Schöne Haarchen zu sehen. Ja, grüß euch. Patose, fahr mal ein Stück vor. Ach, der sieht die Tür nicht auf, ey. Ja, das ist die Kindersicherung, verdammt. Ah, Mr. Hardy. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, hallo. Oh, Mann. Ja, die Lichter sieht man ja von Weitem. Habt ihr euch schön gemütlich gemacht hier. Ja, schön beleuchtet. Hm. Sieht man ein bisschen weiter als 2 Meter. Ich führe sie hierher. Ja, wir haben einfach eine Runde gemacht. Wir waren schon mal hier, aber da war keiner da. Ja, wir waren die letzten 2 Tage ein bisschen unterwegs gewesen. Wir müssen immer mal in diese Tonne da gucken. Da liegt meistens eine Nachricht drin, dass wir gerade unterwegs sind oder sonst was. Also könnte man euch da auch Nachrichten hinterlassen, eventuell. Ja, wir wussten jetzt nicht genau, wer hier unterwegs ist, deswegen haben wir uns hier nicht so lange aufgehalten. Ja, Briefkasten, wenn ihr nicht gerade noch ein Feuer dran klemmt. Oder wir machen uns einen Briefkasten. Das ist vielleicht noch besser. Der nicht so öffentlich steht. Ich hätte eine Idee. Ich würde sie hierher, also die Versorgungstour oder. Wir haben auch gehört, da dieser Funkersprocher. Ah! Wir brauchen irgendwelcher. Gibt's ja gar nicht. Irgendwelcher. Der mechanischer Geleiter. Richtig, ja, wir suchen allerhand Ersatzteile für spezielle Apparaturen, wenn Sie so wollen. Haben Sie was für uns? Nein, ich wollte mal fragen, was brauche ihr? Könnt ihr ja brauche ihr Werkzeuge oder was? Victoria kennt sich mit diesen ganzen technischen Krimskrams da aus, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Und ja, Werkzeug, die kann alles mögliche reparieren, also wenn mir ihr Auto kaputt geht oder irgendwas gebrauchen. Anderes Problem. Wie bitte, Mr. Ryan? Kann auch alles mögliche gebrauchen, ich meine, wenn du ständig die Werkzeuge verleihst. Warum denn ich? Ja, du hast Werkzeug gerade eben noch immer ein Werkzeug verleihen. Am besten mal auf Victoria warten, die kurz weg ist. Die kennt sich damit am besten aus, den sie damit mit der. Auch überall, was? Ihr seid überall. Wie läuft's bei Ihnen in der Stadt so? Alles ruhig, alles schön? Wir haben keine Stadt mehr. Dann wäre ich da oben geblieben.
Ich hab mich mitnehmen lassen, ich bin den ganzen Scheißweg hier hinterher. Wir haben die Stadt sozusagen aufgegeben. Gelaufen, den ganzen Tag. So viele Gerüchte. Ja, ist schon eine gute Stadt. Gerüchte, was für Gerüchte denn? Die Straße ganz schön lange, da querfällt einer da. Dass wir angeblich mit so komischen, wie nannten die sie, Skulls oder so zusammenarbeiten würden. Ah, verstehe. Ja, das ist natürlich nicht optimal. Und da eine LKW mit, Ja, wir haben uns ein wenig bedeckt gehalten. Alle wirkliche Scheiße zusammengekratzt. Aber keine Kammer. Können Sie sich auch setzen, wenn Sie wollen. Sie brauchen nicht unbedingt stehen. Ja, ich setze mich hier vorne hin, dann habe ich wenigstens das Auto direkt im Blick. Keine Angst, ich glaube nicht, dass wir damit wegfahren. Ziehen Sie doch einfach die Schlüssel ab oder ziehen Sie diese Kerzendings da raus. Ah, genau, Honk, das Ganze. Oh, der, da ist eine Apfel von die Baume gefallen. Kann ich mir nehmen und essen? Natürlich können Sie den nehmen. Franzose. Gucken Sie auch vor, dass kein Wurm drin ist. Franzose. Ja, sollte noch offen sein. Bevor du das machst, mach mal hier Batterie und so raus. Ah, natürlich habe ich schon extra gemacht, der Mann. Ja, gut. Dann hast du dir den auch so verdient. Auf jeden Fall. Ich sehe Ihre Mitglieder denken gut mit. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Naja. Richtig. Oh, eine leckere Apfel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sieht da gut aus. Jetzt reisen Sie von Stadt zu Stadt und suchen Teile und Sachen und machen sonst irgendwas anderes? Ja, oder was machen Sie jetzt? Ja, nein, nicht direkt. Also wir haben schon eine Kneipe, aber die ist nicht offiziell. Keiner kennt sie außer wir, das reicht auch. Ja, das reicht vielleicht erstmal zum Anfang. Vielleicht wenn sich die Gerüchteküche ein bisschen beruhigt hat, dann können sie ja mal Feier geben oder sowas. Ja, ich hatte eigentlich ja vorgehabt, mit euch ja so ein bisschen zu grillen, aber nachdem das immer extremer geworden ist und jeder Zweite behauptete, dass wir mit den komischen Leuten irgendwas zu tun hätten, habe ich gesagt, wir gehen. Mann, eine Einweihungsfeier wäre super. Ja. Naja, solange es bloß Gerüchte sind und sie halt noch Teilehaut sozusagen davon gekommen sind, das ist ja alles okay. Gibt's Schlimmeres. Aber natürlich schade, dass sie ihre Bar verloren haben. Der Aufenthaltsort war echt ein schöner Ort. Ja, gibt noch genug schöne Bars. Da kamen auch viele Leute da vorbei. Ja. Gerade da hinten ist noch eine schöne. Ja, wir haben hier auch eine. Ja. Müssen die mal einrichten. Machen wir in Konkurrenz. Nein. Ja. Konkurrenz hier, Victoria. Belebt das Geschäft. Richtig, richtig. Ja, exakt. Victoria, dein Kollege hat gesagt, er sucht elektrische Teile oder Werkzeuge. Braucht ihr was für bestimmte? Ich glaube, die ist völlig vertieft mal wieder. Victoria? Wie bastelt er da rum? Ah, konzentriert. Sag ja, wenn die was bastelt, dann... Ja, Moment. Wir brauchen alles Mögliche, was ihr irgendwie an Draht findet. Also alles, was isoliert ist. Und alle möglichen Batteriesorten. Von der kleinsten Batterie bis, LKW-Batterien. Wenn ihr irgendwo einen mobilen Generator auftun könnt. Keine Ahnung, dann mache ich hier Überschrei. Ja, ne, komm schon durch, der. Ja, Honk, du hast schon eine Batterie dabei. Das stimmt. Ich habe nix da Batterie. Nee, die von eurem Auto will ich natürlich nicht. Die schieben. Das ist ein super Bild. Ich glaube, da nehmen sie uns erst recht ernst, ja. Ich hätte nur eine kleine Energie-Legal hier. Ich weiß ja nur nicht, wie du kannst diese Energie nutzen. Steiger. Fuck. Oh, yes. Du nur irgendwie ableiten. Ja, jetzt bestimmt nicht mehr.
noch heller. Also wunderbar. Also jetzt könntest du quasi schon deine Kneipe öffnen, Partylicht hast du. Ja, ja. Definitiv, ich habe jetzt die Energieriegel. Ja. Unser Franzose, ja, ja. Und du hast gesagt, keiner hatte gehört, die Funkgespräche. War also nicht ja viele los hier. Oh Mann, im Gegenteil. Ihr seid die Ersten. Auf welcher Frequenz habt ihr denn schon reinbekommen? Wisst ihr das noch? Nee, ich weiß ja nicht. Ich habe nur gedreht an die Knöpfe und irgendwann, ich habe gehört, die Stimme. Ja, wir haben es auf vielen Frequenzen versucht, aber wenigstens haben es gehört, aber trotzdem sind heute wahnsinnig viele Leute hier durchgelaufen. Ah. Keine Ahnung, war wahrscheinlich ein Zufall. Ach, wie viel? Scheiße. 15 hatten wir, oder? Ja. 15, okay. Wir haben bis jetzt. Solange sie nicht kommen mit die Laterne und alle auf einmal. Jetzt sind es 18. Mit euch. Naja. War das gestern, hatten wir welche getroffen, die haben sich auf dem Dach versteckt gehabt. Ja, gestern, ja. Dach? Ja, an einer Küstenstadt da hinten irgendwo. Und was haben sie mit denen gemacht? Also was haben die da oben gemacht? Ja, weiß nicht, die hatten Angst vor uns, aber das waren welche Zivilisten, die hatte ich wohl schon am Primauten getroffen. Wir haben die ein bisschen versorgt mit Essen und Trinken und sind dann auch weitergezogen. Oh, wer waren diese Menschen denn? Vielleicht haben wir die schon mal gesehen. Sie kannte meinen Namen, sie war da auch schon mal an die Galina Mountain. War da so eine Bauer dabei mit der Gummistiefel? Ah, Mr. Prosek, ich verstehe. Ich kann mir nicht merken, die Namen. Ja, sie sind nicht so. Die haben nicht so ein Namensgedächtnis, oder? Ja, völlig egal. Ja, ich habe mir aber mal ein paar Sachen in die Notizhefte gemacht, aber habe ich ja liegen gelassen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wo kommen Sie denn gerade her? Mit dem Auto kommt man ja ein ganzes Stück rum. Wir sind gerade aus Vibor gekommen. Da kam uns auch einer entgegen. Hat uns gegrüßt. Wir wollten umdrehen, um auch Hallo zu sagen und er rennt weg. Ja, ich meine, wenn ich die drei in ein Auto sehen würde, die eine Vollbremsung machen und dann umdrehen, würde ich vielleicht auch die Beine in die Hand nehmen. Also. Ja gut, aus der Sichtweite stimmt das schon. Ja. Aber wir sind ja keine bösen Menschen, wenn man uns kennt. Nee. Das ist richtig. Aber das Äußere täuscht dann schon ein bisschen hinweg. Ja, das stimmt. Gerade wenn man ähnliche Klamotten trägt, dann sieht das sehr nach Gang, Bande oder Club aus oder sonstiges. Ja gut, wir sind ja auch ein Biker-Club, also zumindest ohne Bikes. Richtig. Ich meine, das wissen ja die Leute nicht. Ich finde, der Biker in Kleidchen sieht ein wenig doof aus. Sie müssen ja kleine Kleider tragen. Aber sie können ja rumlaufen, wie sie wollen, aber das macht ja bloß den ersten Eindruck, aber vielleicht werden sie diese Person nochmal wieder treffen, dann werden sie feststellen, dass sie eigentlich ganz in Ordnung sind. Ja, mal sehen. Mit uns kriegt man ja immer schnell Freundschaft, wenn wir Bierchen kriegen, ne? Wo soll denn die Reise heute noch hingehen bei Ihnen? Ja, da wo mich der Taxifahrer hinfährt. Keine Ahnung. Mal schauen, wie lange es hält. Wenn Sie mal nicht wissen, wo Sie hin sollen, dann können Sie auch hier mal eine Nacht übernachten. Also, wir haben hier viel Platz und die meisten Häuser sind leer. Also, wenn ich mal... Ein paar Häuser sind belegt. Wenn ich mal zu Fuß hier unterwegs bin, zufälligerweise, und ich wieder besoffen bin, dann nehme ich das Angebot gerne an. Ja. Also ansonsten geht es dann noch zurück zur Klubber? Oder haben Sie andere Ziele? Ja, wir
Was haben wir eigentlich für Ziele? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Außer die Weltherrschaft, der Nixer. Ja, das wäre schon... Das wäre mal ein Anfang, hä? Aber erstmal... Naja. Weiß ich nicht, ja. Ich wollte da erst einmal hier vorbeischauen. Dann mal schauen. Eben, wir waren in die Nähe, ein Dorf, etwas weiter von hier. Wie hieß er der? Lobo oder so. Okay. Ich hatte heute Mittag einmal eine Funkgespräche gemacht, dass wir wollen tauschen ein paar Eisenbahnen gegen Nahrung oder Trinken. Sprech da einfach aus. Aber kann man nicht viele vorbei. Also aktuell haben wir einfach, sagen wir es mal so, zu viele Waffen, die wir, naja, loswerden wollen. Ah, ich verstehe. Ja, Waffen. Nicht so mein Metier, aber wenn sie Sachen herbringen, die ja, Werkzeug oder andere Sachen betrifft, die wir gebrauchen könnten, dann tauschen wir das natürlich gegen Essen und Trinken und sonstige ja. Sachen, die sie eventuell brauchen. Das ist natürlich kein Problem, wenn wir das vorrätig haben. Ja, somit haben wir doch schon mal einen weiteren Handelsplattform. Wenn die Leute uns Werkzeuge und so ein Zeugs bringen, dann können wir das hier hinbringen. Ja, warum nicht, klar. Das Problem ist, uns gehen dann irgendwann die Lagerungsmöglichkeiten aus. Ich meine, die Schränke sind schon voll und diese Tonnen sind ganz praktisch, um da natürlich was reinzuschmeißen. Naja, also... Aber... Ich weiß nicht, wie lang die da noch ist. Ich habe noch eine Tonne Ingo Globo hingestellt. Wenn ich wüsste, wo dieser Ort ist, dann könnte man dort vorbei gehen. Wo kommt man da am besten hin? Jetzt muss ich selber mal gucken. Zuvor, ich weiß auch nicht, ja, die Wege. Wir sind von da gekommen. Also das hier ist Mogilevka. Ja, wir sind von da gekommen und ja, da. Ah, genau. Glaube ich zumindest. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Wenn du die Straße hier lang läufst, dann kommst du irgendwann mal in einer hässlichen Stadt raus. Ist richtig hässlich. Und die musst du dann rechts abbiegen und dann die Straße folgen. Dann irgendwann mal kommt Guglobo. Ja. Also wenn ich die Straße hier weiterlaufe, da kommt dieses Camp von der UN oder das ehemalige Camp, wie auch immer, ob die noch sind, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob dann, das habe ich noch nie gehört, aber die Straße folgen, bis du zu dieser hässlichen Stadt kommst. Mhm. Und dann die Straße rechts und dann irgendwann mal kommt, ja, aber da bist du echt lange unterwegs. Boah, ich verliere die Stimme. Ist das eine große Stadt oder eher so ein kleines Dörfchen? Also Globo ist, ja, nicht so groß. Na gut, dann könnte man es ja finden, wenn man auf der Straße bleiben muss, solange man dann nicht über Feldwege oder irgendwas stolpern muss, geht das. Tja, mal schauen, aber Nacht auf keinen Fall. Keine Lust bei Nacht und Nebel durch die Gegend zu latschen. Das macht doch keinen Sinn. Ja nie wieder nach Hause. Boah, ich verliere die Stimme, weil ich jetzt halt so tief reden muss und... ich kenne mich ins Land eigentlich überhaupt nicht aus, also... Halsschmerzen gerade. Warst du hier in der Umgebung schon mal ein bisschen unterwegs, bei Tag? Wir waren unten in der Stadt, die Straße quasi langgelaufen, von oben gekommen und ja... Als nächstes wollten wir mal ein bisschen die nächste Gegend erkunden. Oben ist noch eine Burg, da war ich immer noch nicht. Laut irgendjemand soll es dort Gespenster geben, aber naja. Bei dieser Burg, wenn du bist ja bei die Burg, ich glaube, er ist in die Nähe von dieser Guglobo, oder? Weil ich bin da mir auch nicht so sicher. Die Burg ist bei Vishnoi. Dann, ich weiß nicht. Das war glaube ich, falsch. Das ist dann... Victoria kennt sich hier besser aus, die hat hier... Das ist hier einfach die Straße hoch und dann hinten links, weißt du? Danke. Ah, Franzose, wir machen uns jetzt gleich auch wieder auf den Weg. Wisst ihr schon, wo ihr hin wollt?
wir fahren einfach mal ein bisschen in die Küste ab, glaube ich. Oh, okay. Bei dieser Dunkelheit an der Küste. Ja, ja, natürlich. Die Lichter ist ja kaputt an die Auto. Ja gut, aber so wie du fährst, ist die Küste sicherer als quer durch den Wald. Ja, hast du nur einen Umweg fahren schon? Ein Umweg fahren. Was hast du Hände? Wie bitte? Ja. Wie bitte? Soll ich mir das nicht mal anschauen? Ja, das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Ja, wenn du kannst, wäre super. So, und wo musst du hin? Weiß gar nicht, ob wir haben eine Batterie. Hier ja, noch eine Batterie. Eigentlich Trade da lang. Osten ist es. Da ist ein Ort. Schau mal auf der Karte. Ich habe leider keine Karte dabei, aber. Warte mal. Staroy oder so. Knochenbrecher. Ach, ja. Du hast also, Knochenbrecher. Alter, du kannst da die wegzählen. Ich habe noch eine Ersatzteillampe. Oh ja, die sieht noch super aus. Ich schau mal in meinen Rucksack. Ja. Ja, der Ort soll Staroy oder so heißen, weißt du? Da soll eine Sarah leben. Und ich hab die Karte Bauer. Leider verloren. Wisst ihr denn, was ich meine? Wo der Bauer ist? Ja gut, also machen wir das so. Ich glaube, der Franzose kennt sich aus. Und Knochenbrecher, du fährst heute mit. Das ist auch schönes, ne? Dann lernst du ein wenig die Gegend kennen. Ich kenne sie nämlich auch nicht. Ja. Was ist er? Weil ich kenne nämlich aus, was? Wo müssen wir hin? Hier, der Held da hat Staroy oder irgendwie sowas gesagt, da müsst ihr hin. Bringen wir ihn hin. Weißt du, da wo der Bauer wohnt. War doch der Bauer, oder? Hallo, wenn die Stadt so heiß wie im Osten liegt, dann müsste das der richtige Ort sein, ja. Ich hoffe, ich richtig ausgesprochen. Richtung Osten. Ja, da wo Sarah hin ist. Ich weiß es nicht, Sarah, ja, wahrscheinlich. Fahrt einfach mal los, dann wird ihr sehen, ob die da sind. Oh, meine Stimme, herrlich, ey. Ja, und den so. Ja, dann lass uns auf. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie die Stadt hier. Das Ding ist durchgebrannt, aber da hinten sind auch ein paar Kabel mit durch. Ah, oh, Mist. Mit irgendwas hängt es da auch ganz schön fest, aber wenn man da hinten rauszieht. Ja, das Kabel hat auf jeden Fall irgendwie das auch abbekommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Überspannung oder irgend so ein Scheiß. Das hörte sich nicht so gut an. Also, ja, wenn es da wohl extrem vorsichtig fahren. Also meist wenn ich mit denen da fahre, dann ist vorsichtig ein, naja, vorsichtiger Begriff. Ja. Kennst du noch von früher dieser Colin McLay oder so? Er wird zu hell, wie heißt es? Okay. Also ich würde ja jetzt sagen, okay. Da wir eigentlich ein Motorradclub sind, aufsitzen, aber das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr doof an. Einsitzen würde ich sagen. Ja, oder so. Ich also auch passt auf, euch sagen. Auf, ne? Ja, Mr. Hong Kong. Ah, ja, okay, bei Tageslicht und ein bisschen mehr Ruhe kann ich mir das nochmal anschauen. Vielleicht bekommen wir da was hin, aber... Eben in die Nähe, in diese Dörfer von, wo wir Bala Gugelobo war eine ganz schön kranke Type. Also, der hatte so komische Mütze an mit, wie eine Blume. Ja, sah aus ein bisschen, wie eine Gestlüppe. Passt besser auf, wenn ihr seht, den, ja. Ja, alles klar. Ja, kein Problem. Gute Fahrt. Ja, Mr. Hong, Mr. Hardy, Mr. Knochenbrecher und Mr. Ryan. Gute Fahrt. Ja. Schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Auf. So ja, ist es, ne? Ihr auch. Ach, adios. Batterie, also die Auto fährt definitiv besser, wenn ich mache die Batterieleine. Ja, Fritz, kannst du noch ein bisschen was her, ja? Ja, sieht gut aus, hast du schön gemacht. Hält der auch? Ja, wunderschön. Ja, es sind keine ordentlichen Schrauben, das ist alles ziemlich provisorisch, aber naja, mal schauen. Mal gucken, wie lange hält, sag mal so.
Knurrt der Schöne. Wie ein Kätzchen. Oh Mann, was ein Tag. Hast du noch andere Überlebende gesehen? Heute, da gerade in der Stadt. Dutzende. Ja, genau genommen 15. Naja. Zwei, drei von denen waren Doppelter. Also ein Dutzend. Ihr seht also in letzter Zeit mehr als was wir sehen. Die verstecken sich alle vor uns, warum auch immer. Sag selbst, gibt da diese Gerüchte. Naja, ob man denen dann traut, den Gerüchten ist eine andere Sache. Ja, aber so unter uns, hast du was dran oder nicht? Hast du uns jemanden entführen sehen? Hast du uns jemanden bedrohen sehen? Nein, aber ich habe Hong dabei geholfen, jemanden zu finden. Ja gut, wir suchen natürlich auch Leute, aber das hat doch nichts mit den anderen zu tun. Naja, aber einer von denen, und ich glaube, du weißt, wen ich meine, der war bei euch bei der Kneipe und hat uns besucht. Jetzt mal realistisch sehen, nur weil wir uns mit diesen Leuten unterhalten, heißt das, dass wir zusammenarbeiten? Heißt es jetzt, weil du mit uns mitfährst, dass wir beste Freunde sind und wir zusammenarbeiten? Nein, noch nicht. Siehst du? Theoretisch müssten wir, also wie heißt diese Armee, Rack? Oder so, und ach, müssten wir ja mit jedem zusammenarbeiten, ja. Weil wir ja mit jedem gut reden und gesprochen haben. Ach ja, ja, so viele Partnerschaften, das wäre nicht gut. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe irgendwie die Befürchtung, ich falle auf die falsche Straße. Schon ganz schön lange in diese Richtung. Wenn ich das vorhin auf der Karte gesehen habe, soll es richtig sein, du musst irgendwo links abgehen. Kreuzung. Gott, Gott. Ja. Ich hatte eine bisschen Befürchtung, ich bin ja schon so weit da. Wobei ich, die Sache mit der Neutralität, das kann man mir nicht erzählen. Neutralität funktioniert nicht. Selbst wenn die Leute es versuchen, früher oder später zieht dann irgendjemand in irgendeine Scheiße rein und dann stehst du da. Ja, das ist richtig, aber wir halten uns erstmal an uns und dann sind die anderen dran. Das ist natürlich richtig. Long, pass auf. Du drehst dich jedes Mal leicht. Das läuft, oder? Nee, das läuft überhaupt nicht. Ich krieg das Schiss. Naja, ich sag mir einfach, die Leute sollen denken, was sie wollen, solange sie mich an Karren pissen. Das Problem ist, wenn sie denken, was sie wollen, dann machen sie es automatisch irgendwann. Dann kommt's drauf an. Ich werde kein Mensch sein, der sich verstecken wird. Oh, komisch. Ich dachte ja, ihr habt euch. Oh, ist das ja hier dieser Dorfer, wo du musst hin? Hier sollen angeblich Leute leben. Seht ihr irgendwas? Hier soll irgendwo ein Hof sein oder so. Ah, da links. Dahinter. Ein Bauer. Was machst du da? Dieser Getriebe ist echt da irgendwie kaputt. Halt mal an.
Hi, Hardy. Ah, du bist... Ah, okay, das ist... Ah, okay. Wir haben dir einen Besucher mitgebracht. Fast bequem. Schön. Wir hatten hier einiges an Problemen. Inwiefern? Zwei von unseren Leuten wurden entführt. Okay. Siehst du, was ich sage? Und weißt du, wer es war oder wie die aussahen, die Leute? Tja, die wurden jetzt anscheinend nochmal angetroffen. Angeblich sind die beiden jetzt freiwillig bei denen. Ich bezweifle es nach wie vor. Es sind auf alle Fälle, weiß ich nicht. Die beiden haben sich erst als Dimitri und Dimitri vorgestellt, dann als Piotr und, keine Ahnung, Jascha. Irgendwas in die Richtung. Ah, ich sag ja, die beiden Dimitris. Oh, bezüglich der Sache mit der Neutralität. Jimmy? Was denn? Wo hast du die gesehen? Hey, ich weite die nicht mehr im Wald. Oh. Franzose, dieser eine Typ, der mal bei uns war in Vibor, den die anderen auch weggeschickt haben, der hatte doch irgendwie Jogginganzug-Sachen an oder sowas, ne, in der Art. Ist der nicht auch irgendwas mit Dimitri oder so? Ich weiß ja nicht, ja. Ich kann ja mir schlechter merken an die Namen. Leute, sorry, aber Hardy, erinnerst du dich noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben? Das erste Mal. Der Typ, der behauptet hat, du hast eben irgendwas rausgeschnitten und gefressen. Ja, genau. Dieser Verrückte an die Blume. Der Verrückte, der hat Dima gesagt. Der klang so wie der Dimi, dem ich heute die Fresse poliert habe. Okay. Hardy, da kommen wir von der Straße. Vorsicht. Ich glaube, der, den ich heute getroffen habe, der zu diesem Bad, der hier jemand entführt haben soll, Leute, weil der den dann getroffen hat. Mario. Ich weiß nicht, wer das da ist. Was? Wo? Du willst der Wecker? Ja, ich muss mich ja nicht direkt präsentieren, oder? Das sind die Rockers. Ach, Jiro. Heute kommt der Wetter Feder jetzt vorbei. Ja, ist ganz schön Feuer heute. Ja, okay, das sind die anderen von denen. Alles gut. Alles cool. Hey. Gute Arbeit da. Hey ho. Ja, ihr wisst ja schon Bescheid da. Ja, sie waren suchen nach ihm. Okay. Da habt ihr was gesehen. Aber deine Vermutung kann wahr sein. Ja, oder? Ja. Ich meine, ich hätte ihn einfach nochmal gesehen und der klang tatsächlich so. Ja, aber der klang der halt Beulten, auch so wie der Typ. Das ist der kranke Wichser. Ist ja der Typ, der in der Stadt geschossen hat, wo ihr alle hoch zur Antenne seid, als ihr bei uns wart. Marius, hast du mit ihm geredet oder war nur Timmy da? Mit wem jetzt? Na, mit Victor und Faye. Ich habe sie nicht gefunden. Timmy hat sie gefunden. Na, die wollen wohl irgendwie irgendeiner kranken Frau helfen, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, woher sie die Kante. Glaubst du doch alleine nicht. Sie schienen das zu glauben. Ja, sie vielleicht. Wir sind uns ziemlich naiv, was das angeht. Das habe ich gemerkt.
Aber das, keine Ahnung, haben die Typen gesagt, warum die haben mitgenommen, die zwei? Angeblich zu ihrer Sicherheit. Aber dafür waren sie schon von vornherein ziemlich interessiert an Faye. Da, wie gesagt, die mir erzählte, dass sie dann das Victor wohl einer kranken Frau helfen sollte, aber keine Ahnung, weshalb sie deswegen nach Faye gefragt hat. Und woher wissen Sie, dass Victor ein Arzt ist? Keine Ahnung, frag. Dachte ich mir. Also mit euch ist ja immer was los. Oh Mann. Super, oder? Naja, wir wollten dich eigentlich nur abliefern und dann hört man sowas, ja. Aber, ne, da merkst du mal, dass es noch bösere Menschen gibt als mich. Wer kommt da? Rusty, du bist am Ruckenhüll. Ja, kann sein. Hey. Oh, ihr seid verdammt zu Bett. Hey. Ja, sie waren schon auf der Bett. Oh, das ist natürlich sehr freundlich. Was ist los? Also wir haben nichts gefunden. Und